der Fang pro Aufwand ist ein Maß für die Abundanz, für die Häufigkeit der Fische im Meer. So, was wir jetzt sehen ist, das ist die erste Karte 1952. Hier wieder eine Skala, rot heißt, die haben mehr als 10 von diesen Fischen pro 100 Haken gehabt. Und blau heißt, sie haben weniger als einen pro 100 Haken gehabt. Und wir sehen, dass sie um Japan herum angefangen haben, aber da war es schon die Fänge schlecht, weniger als einer pro 100 Haken. Und sie haben wesentlich mehr gefangen an den Grenzen des Gebiets, wo sie neu rein sind. Also hier Richtung Australien, aber auch hier Richtung Mikronesien, French Polynesia und so weiter. Und ich klicke jetzt uns durch, wir sehen Jahr für Jahr, wie sich diese Flotte ausbreiten wird. Überall, wo sie neu hinkommt, hat sie hohe Fänge, mehr als 10 pro Haken. Und überall, wo sie 1, 2, 3, 4 Jahre war, gehen die Fänge drastisch runter. Wir sehen also, wie das geht, ich muss da nicht viel zu sagen. Man sieht, wie sich durch den Indischen Ozean ausbreiten mit wunderbaren hohen Fängen, wie auch im Heimatland immer weniger wird, die Meere da leer sind. Die sich über den Pazifik ausbreiten, im Atlantik ankommen, im tropischen Atlantik fischen, hohe Fänge, hohe Anzahl dieser Fische, wie die Fischerei immer weitergeht. Immer neue Gebiete findet, jetzt vor Kaporn unten, den Pazifik insgesamt im Griff hat, in den Nordatlantik vordringt. Aber wir sehen auch, dass Rot immer weniger wird. Und so weiter und so weiter. Jetzt sehen wir, dass in einigen Gebieten ganz aufgegeben wird, es lohnt sich nicht mehr. Also unter jeder Farbe war in dem Jahr ein Boot, das da gefangen hat. Das muss nicht klar sein. Und es lohnt sich immer weniger. Und das letzte Jahr 1980, für das wir hier Daten haben, diesen Datensatz. Und wir erinnern uns, das war alles rot hier. Das war rot hier. Hier war es rot. Alles weg. Wir haben einen unabhängigen Datensatz von dem anderen, der es modelliert hat. Hier, der ganz eindeutig zeigt, dass wir die Leere mehr gefischt haben, dass wir es konnten. Noch ein Aspekt daran, wenn man auf diese Karte guckt, das kann sich doch nicht rechnen. Überall, wo wir hier so ein Rechteck haben, da war ein Fischereiboot unter Langleinen ausgesetzt, auf der ganzen Welt, japanische Flotte. Das kostet ja, da muss man ja hinfahren, da muss man ja auch wieder zurückbringen, da muss man Besatzung haben. Das Ganze ist natürlich überhaupt nicht ökonomisch möglich gewesen, sondern hat nur funktioniert, weil nach einer bestimmten Phase die japanische Regierung das subventioniert hat. Mit anderen Worten, obwohl das ökonomisch überhaupt keinen Sinn machte, weil das eine Tätigkeit war, die man machen durfte, hat die Regierung das bezahlt. Und auch das ist typisch für Fischerei. Also alles, was wir gesehen haben, ist hier sehr typisch. Das ist keine Ausnahme, sondern das ist der Normalfall. Neue Fischerei dehnt sich aus, kommt in ein neues Gebiet, hat hohe Fänge, investiert, Regierungen steigen ein, dann überfischen sie, werden die Fänge geringer, dann schreien sie, dann kriegen sie Steuermittel, um da zu bleiben, weiter zu fischen, ist wirklich alles weg. Okay, jetzt kommen wir zum, das war der Einsteigteil, zum Einstimmen. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Wissenschaft. Das sind meine persönlichen Helden. Das ist Ray Beverton hier. Ray Beverton und Sidney Hall. Sidney lebt noch, ich habe neulich eine E-Mail geschrieben. Mit Ray Beverton und seiner Frau haben wir gefrühstückt im Dublin Hotel. Das sind Momente, mit seinen eigenen Helden zu frühstücken. Lebt leider nicht mehr. Das Bild ist von 1957 und was man sieht, hier ist so ein Telefon, so sahen die aus. Was man hier sieht, ist keine Schreibmaschine oder Kasse oder irgendwas, sondern der modernste Computer der Zeit. Der war mechanisch in der Kurve. Die modernste Rechenmaschine der Zeit, damit konnten wir integrieren. Und warum? Auch eine interessante Geschichte, die durften wir auch in meiner Freiheit leben. Warum? Die beiden waren während des Zweiten Weltkriegs angestellt bei der Spionage und haben da Funksprüche deutscher U-Boote dechiffriert. Dazu brauchte man brillante Mathematiker, die versuchten, die Formeln aufzuknacken, nach denen die dechiffriert waren. Und daher hatten sie auch die Maschine. Als der Krieg vorbei war, waren sie natürlich arbeitslos. Hatten aber diese Maschine und haben sich dann der Fischerei zugewandt, zum Glück. Und haben in einer total produktiven Phase damals die Bücher geschrieben, die alle Kernregeln enthalten, die wir heute noch benutzen, die heute noch stimmen, die bis heute nicht vernünftig angewandt werden. Also meine Helden hier, und ich werde ein bisschen erklären, was sie gemacht haben. Und zum Abschluss noch, was man hier so sieht, das ist ein dreidimensionales Modell, wie man Fischerei richtig betreibt.
Damals gab es noch keine 3D-Grafik oder irgendwas, das haben die mühsam aus Papier ausgeschnitten und da zusammengeklebt. Um eine räumliche Vorstellung zu haben, welchen Ertrag man hat aus der Fischerei, in Abhängigkeit davon, wie viel man fischt, also der Aufwand, wie viele Boote ich einsetze und auf welcher Größe ich fange. Das ist so ein dreidimensionales Modell. Das Modell gibt es heute. Das ist ganz schön gewesen. Okay, und zum Crash-Course in Fischereibiologie, Schnellkursus. Auch mit drei Begriffen. Den ersten hatte ich schon erklärt, das ist die Biomasse, das Gewicht der Fische im Meer. Ich muss ein bisschen ausholen, es gibt Arten kennen wir, ne? So wie Panda. Und Arten haben verschiedene Populationen, das sind also Gruppen von Individuen dieser Art, die in verschiedenen Gebieten leben normalerweise und sich innerhalb mehr fortpflanzen, als dass sie Austausch mit den Nachbarpopulationen haben. Wenn so eine Population befischt wird, wenn es sich um Fische handelt, dann nennt man die einen Bestand. Okay? Also ein Bestand ist eine befischte Population einer Art. Okay? Die Biomasse bezieht sich jetzt also auf das Gewicht eines Bestandes von Fischen. Gewicht im Wasser in einem bestimmten Jahr, zu einer bestimmten Zeit. Lange Rede. Gut, dann haben wir den nächsten Begriff, das ist der MSY. So wird er immer schön abgekürzt vom englischen Maximum Sustainable Yield. Der höchste nachhaltige Fang, den so eine Population, den ein Bestand liefern kann, und zwar für immer. Okay? Und das ist ungefähr 20% von dem, was da ist. Also 20% der Fische im Meer, die da rumschwimmen, kann ich jedes Jahr rausnehmen. Und das ist das Höchste, was ich rausnehmen kann. Wenn ich mehr rausnehme, schrumpft der Bestand, wird immer kleiner und irgendwann kann ich nichts mehr rausnehmen. Also so grob 20. Das ist nicht fest für jede Art, das schwankt so zwischen 5% für Tiefseefische. Und vielleicht 30-35% tropische, ganz schnell wachsende Fische und Tintenfische. Also 20 ist ein guter Mittelwert und der gilt fast für alle unsere europäischen Bestände. 20% darf man rausnehmen. Das heißt auch, dass man 80% drin lassen muss. Und jetzt haben wir ein Problem, dass da Fische sind, die der Fischer sehen kann, die er fangen kann, die ihm Geld bringen und die er im Wasser lassen soll. Und das ist ein Problem, dass Menschen mit so einer Situation schlecht umgehen können, um es vorsichtig zu formulieren. Weil ich kann mich ja bereichern, indem ich ein bisschen mehr rausnehme. Okay, ich brauche noch bringe einen dritten Begriff, der hängt mit diesen beiden zusammen. Damit ich diesen maximalen Dauerertrag bekommen kann, muss der Bestand eine bestimmte Größe haben. Völlig klar, wenn er zu klein ist, dann kann er das nicht liefern. Und die Größe, die er haben muss, das nennt sich dann BMSY, die Biomasse, die in der Lage ist, diesen maximalen Ertrag zu liefern, die liegt ungefähr bei der Hälfte der ungefischten Größe. Also wenn ich gar nicht fische, hat er seine natürliche Größe im Bestand. Wenn er auf ungefähr der Hälfte dieser natürlichen Größe ist, dann kann er diesen maximalen Dauerertrag liefern. Das kann er auch darüber, aber darunter kann er es nicht mehr. Hier gucken wir uns das Ganze nochmal an einem Beispiel an. Ich habe hier den Dorsch aus der östlichen Nordsee mal mitgebracht. Was wir sehen, ist eine Zeitskala hier von 1965 bis 2011 etwa. Und die blaue Linie ist die berühmte Biomasse, die wir jetzt kennen. Und wir sehen, die hat starke Schwankungen. Und hier oben ist der Wert, den sie eigentlich haben sollte, die Biomasse, bei der den maximalen Dauerertrag liefern könnte. Und wir sehen, dass der Bestand auf einem guten Weg war, dahin zu kommen. Hier, also hier, da wollte dahin. Hat er aber nicht geschafft und danach ging es runter. Diese Linien hier beschreiben die Grenze zum Zusammenbruch, wenn der Bestand unter diese untere Linie fällt. Hier also, wo er lange Jahre lang war, mit unserem wundervollen Management, dann ist er tatsächlich von Ausrottung bedroht als Bestand. Dann ist die Größe so klein, dass die Fortpflanzung nicht mehr funktioniert, dass die Laichgebiete nicht mehr besetzt werden können über die normale Dauer und im entsprechenden Ausmaß. Dann ist er vom Zusammenbruch bedroht. Entschuldigung. Ja. Bei der Grafik von 1965 bis 1980 kann man davon ausgehen, dass, wenn der Stand dort unten ist, dass es ungefähr 15 Jahre dauert, bis er nur die Hälfte erreicht hat, bis zum Biomasse? Ja, das Problem ist, wir haben hier keinen natürlichen Stand, sondern einen befischten Stand. Die nächste Folie zeigt, warum. Okay, wir sehen die gleiche blaue Linie wie vorher. Wir sehen hier oben unsere BMSY-Linie, wo er eigentlich hin wollte. Wir sehen jetzt hier die Fänge, die Menge, die rausgenommen wurde. Und wir sehen hier den Maximal, von dem wir hinterher rausnehmen dürfen. Also was passierte durch glückliche Umstände, gute Jahre und guten Nachwuchs,
geht der Bestand hoch, obwohl er jetzt ziemlich hart gefischt wurde. Erholt sich. Was macht man? Man erhöht sofort die Fänge über den Betrag hinaus, der der maximale war. Und obwohl er hier noch gar nicht erreicht hatte, die Linie, wo er den liefern kann, wurde schon drüber gefischt. Wenn man darüber gefischt, was passiert? Geht also massiv runter. Und hier, als er hier unten war, statt die Fischerei einzustellen, damit er schnell wieder hochkommt, hat man also für diese kleine Größe massiv weiter gefischt. Fast alles rausgenommen, was da war, Jahr für Jahr, lebt nur von der Hoffnung, dass noch welche reinkommen nächstes Jahr. Also katastrophales Mensch. Dass er sich hier hinten erholt, ist ein Glückszufall, wo drei Sachen zusammenkamen. Zwei gute Jahrgänge, Polen hat überfischt, durfte ein Jahr lang nicht fischen und noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe. Aber drei zufällige Sachen kamen zusammen, die bedingen, dass der Bestand sich hier wieder erholt. Und es, mit ein bisschen Glück wird es auch weitergehen. Weil es gibt in Europa so eine unvernünftige Regelung, dass die Fänge um nicht mehr als 15% pro Jahr geändert werden dürfen. Und das ist in der überfischten Situation gedacht, sie darf nicht reduziert werden als mehr um 15%, damit die Fischer nicht so großen Schaden haben. Das ist in der Situation, wo der Bestand runtergeht, zu wenig, zu spät. Das heißt, er wird damit crashen. Also die Regel ist völliger Unsinn. Allerdings, wenn der Bestand sich erholt, ist 15% gut, weil die Bestände schneller wachsen als 15% pro Jahr. Und dass das hier im Augenblick noch weitergeht, ist, weil sie sich noch nicht getraut haben, diese 15%-Regel zu kippen, was sie natürlich jederzeit gerne tun wollen. Die ersten Stimmen gibt es schon. Warum haben sie es nicht getan? Also die zum Hoffnungsschimmer für einen hier im Saal, weil sie den nicht loswerden. Dorsch, östliche Ostsee, können sie nicht verkaufen. Die Nachfrage ist zu gering, der Preis ist zu niedrig, es lohnt sich für die Fischer nicht. Warum das? Weil Dorsch, Kabeljau, Rot ist in fast allen Fischtypen. Die Nachfrage für den eigentlichen Traditionsfisch ist gering, ganz gering, weil zum Beispiel Kabeljau Nord ist die gleiche Art, der Bestand ist zusammengebrochen. Dorsch, westliche Östsee ist rot, in der Fischbühne ist er rot, zu Recht so. Obwohl dieser sich hier erholt, kann er sich von diesem Stigma, man soll kein Dorsch essen, nicht erholen, weil dieser Preis runter. Also hat er eine Chance, sich zu erholen.